So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie nochmal kurz vor der Mittagszeit zum jetzigen JFD-Live-Trading, 11:45 Uhr. Wir haben den 12. Juni. Der Schock in Sachen Merkel-News ist erstmal verdaut. Die Statements ihrerseits, der Euro sei zu hoch bewertet, ja, kommen ja wahrscheinlich nicht von ungefähr. Ich hoffe, unsere Bundeskanzlerin kennt den Kursverlauf des Euros, der hier mehr als nur abwärts unterwegs ist. Aber sicherlich haben wir uns vom Niveau von rund 1,05 schon saubere, ja, mehrere hundert Pips nach oben gearbeitet, aber es ist kein Vergleich dazu, wie der Euro natürlich korrigiert hat in der jüngsten Zeit. Doch, wir sahen vorhin interessanterweise hier diesen Absturz beim Euro im Zuge, man darf spekulieren, aber eben der News in Sachen, der Euro sei zu hoch bewertet seitens Angie, und dies führte den Euro gegenüber dem US-Dollar auf das Vortagestief zurück. Wir hatten ja heute Morgen schon relativ frühzeitig da auch die Annahme dessen, dass Euro-US-Dollar weiter fallen dürfte, dass auch neben dem Hintergrund der schwachen Wochentagsstatistik und diesem wunderschönen Rainbow, der sich hier negativ schon auffächerte. Wir vergrößern mal das Bild. Wir sehen hier die Asia-Range des heutigen Handelstages. Der Rainbow vollzog hier während des gestrigen Handels diesen klassischen negativen Spin im M15 Euro-US-Dollar. Gestern kein Anlageinvestment, also für Rainbow-Trader, die hier den M15 nutzen, war der Euro-US-Dollar völlig uninteressant. Aber heute hat sich das schon ein Stück weit anders dargestellt, denn das Momentum, Sie sehen hier, die Rainbow-Farben waren schon positiv aufselektiert, deuteten dann doch weiter nach unten. Und mit dem Ausbruch aus der Asia-Range, der hier zunächst ein Stück weit relativiert wurde, kam es dann zu diesem Ausverkauftrend folgend, der jedoch auch hier von dieser heutigen FTSE-Factor-Logik zum Euro-US-Dollar begleitet war. Das heißt, hier kamen schon die Tendenzen, dass es einen weiteren Rücksetzer geben könnte. Und gleiches vollzog auch Euro, das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, also das Cable, wenngleich noch nicht in dieser Größe. Der Euro hat schon 116 Pips zurückgelegt heute, während das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar gerade mal 60 gelaufen ist. Der Schnitt liegt hier im Bereich 125, 135. Das heißt, hier dürfte noch mehr als das Doppelte nach unten kommen. Während Euro-US-Dollar, wie gesagt, diese FTSE-Vektorlogik Tendenz schon ausgeschöpft hat, gar unterschritten, hat das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar hier noch erheblichen Spielraum. Auch wenn wir jetzt mal eine kleine Justierung vornehmen, sprechen wir hier immer noch über mindestens 50, 60 Pips, die es nach unten gehen könnte, im Sinne der FTSE-Vektorlogik und auch im Sinne natürlich der Tendenzen, die sich hier mitsamt einem neuen Tagestief darstellen könnten. Einziges, das Manko ist, und da zeigt sich das britische Pfund auch mit relativer Stärke im direkten Vergleich zum Euro gegenüber dem US-Dollar, dass hier der Rainbow im M15 noch eine sehr, sehr bullische Struktur, eine sehr, sehr klare Struktur aufweist. Hingegen der Euro ja gestern schon hier den negativen Spin vollzogen hat. Britische Pfund hier mit einem Eintauchen in den Rainbow, ja, aber die Bären konnten keinen Spin wie beim Euro gegenüber dem US-Dollar vollziehen, und demzufolge schob sich das Währungspaar wieder nach oben und der Rainbow behält seine weiter positive Struktur zunächst noch aufrecht. Großes Aber: Wir haben hier einen kurzfristigen Abwärtstrend. Wir haben heute schon neue Tagestiefs gesehen. Wir haben, und das will ich Ihnen nicht vorenthalten, am heutigen Freitag beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar wahrlich einen grandiosen Wochentag mit nur 30% positiver Schlusspreise. Also das ist mit Abstand eins der schwächsten Werte, die ich seit langem gesehen habe. Das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar hier deutlich im Abwärtssog und somit hier sicherlich klar gefährdet, dass es einen negativen Schlussstand geben könnte. Das sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Sie sehen das britische Pfund hier in der Wochenmitte stark, dann zum Wochenende hin schwach und eben hier mit dem Freitag auch in der Overall-Tendenz mit nur 48% positiver Schlusspreise ganz klar schwach. Aber die 30% im Hinblick auf die letzten 52 Handelswochen sind doch schon eine wirkliche Hausnummer. Und das eben kombiniert mit der FTSE-Vektorlogik und der Möglichkeit, dass dieser kurzfristige Abwärtstrend sich hier doch nach unten fortsetzt, könnte es heute zu einer nochmaligen Abwärtsbewegung beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar kommen. Ergo: Pivotpunkt hier im Bereich 1,5488, das hatten wir auch vorhin im Stream schon in der Analyse dargestellt. Wenn wir dieses Level hier nochmal unterschreiten sollten und insbesondere ein neues Tagestief machen unter 1,5467, dann hat das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar durchaus die Chancen, weiter nach unten zu kippen und hier eben einen negativen Handelstag
zu forcieren. Faktisch ist aber eben auch, dass wir hier jetzt 14:30/16 Uhr ja heute, wie vorhin im DAX, in der DAX-Beschau schon besprochen, ja noch die US-Konjunkturdaten haben. Und ob jetzt da bis 14:30 noch wesentlich was passiert, muss man mal abwarten. Aber in jedem Falle sind die Tendenzen die, dass das britische Pfund heute noch nach unten abkippen könnte und das nachholt, was der Euro praktisch heute nicht gemacht hat, sofern dieser Abwärtstrend intakt bleibt. Denn umgekehrt gilt, und das hat man auch in der Stream-Analyse schon geschrieben, wenn das britische Pfund hier rauszieht auf neue Tageshochs und insbesondere das Vortageshoch hier bei 1,5534 rund überwindet, dann hat das britische Pfund sicherlich gute Chancen, hier diese rund 60 Pips nach oben abzuarbeiten, in Richtung 1,56 dann zu laufen. Andererseits, wie gesagt, wenn wir ein neues Tagestief machen, sehe ich dann doch eher die Chancen auf der Südseite, im Sinne dessen, dass dann so ein Stück weit das nachgeholt, was die Euro, das britische Pfund ein Stück weit das nachholt, was die Europäer schon vorgelegt haben. Bleibt spannend, wird spannend. Beim Euro selbst haben wir von der Range her noch 30 Pips circa zu erwarten. Das ist hier auch im ADR-Logo zu sehen. Ein Bereich um 1,1115 wäre im Ausdehnungsfall noch möglich. Das könnte sich tatsächlich erfüllen, sofern eben der US-Dollar hier noch eine Breitseite kriegt, 14:30 Uhr, in Sachen der Inflationsdaten oder auch vom Index, den wir hier um 16 Uhr zu erwarten haben, dann könnte es natürlich durchaus noch mal hier nach unten gehen. Die Range, also beim Euro-US-Dollar, auch noch nicht ausgeschöpft. Und hier dieser aktuelle Pullback könnte sich hier auch im Sinne, dass wir uns gerade wieder über das Vortagestief wieder zurückhangeln, sich auch als schöne Short-Einstiegschance darstellen. Man achte also darauf, wenn es hier gewisse Umkehrsignale in den kommenden Stunden gibt. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den kurzen Blick Euro gegenüber britisch Pfund. Und das Ganze ja noch gegenüber dem US-Dollar betrachtet. Das britische Pfund, wie gesagt, hat ja noch ein Stück weit Nachholpotenziale, die man hier durchaus auch sehen kann, gerade vor dem Hintergrund eben des negativen Wochentags. All das wäre allerdings natürlich hinfällig, wenn wir auf neue Tageshochs hinausziehen. Das britische Pfund verspricht, wie gesagt, noch einiges an Wolle. Wollen mal sehen, ob es so kommt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Und wenn Sie mögen, hören wir uns dann später nochmal wieder. 14 Uhr gibt es das Webinar und dann aber auch gegen 16, 17 Uhr auch nochmal eine Beschau der US-Märkte. Bis dahin wünsche ich erstmal beste Grüße, ihr Christian Geber. Tschüss.